Aua! Moin, erstmal voll gestartet und dann gleich erstmal einen Haxen gebrochen. Let's go. So und nicht anders, du Scheiße. Alter, die nagelt mich gerade die ganze Zeit, die scheiß Drecksau. Ach, Tobi. Wenn die Signe, da schlag dich. Ich diese Affenviecher hasse. Es sind Mücken, keine Affen. Das sind Arschlöcher. So schaut's mal aus. So ein Ding, Alter, ist... warum sind hier so viele Skelette? So ein Ding ist es. Alter, was ist denn das für ein Riesenteil? Nein, ich bin's dumm, dass ich's triff, ich Opfer. Ich find's einfach nur cool, ich bin hier gerade in dem Dungeon, versuch Skelette anzulocken, dass die zu mir kommen. Und auf der anderen Seite versuche ich eine Mücke totzuschlagen. Weißt, dir mache ich Fackeln, aber mir mache ich keine, ne? Genau, halt. Ich hab gerade die Skelette dazu gebracht, gegenseitig zu töten. Let's go. Let's go! Let's go! Juhu! Juhu! Haha! Zwei Pfosten, ein Gedanke. Bist du runtergefallen? Nix. Wirklich? Ja! Was hast du dann gemacht? Ich hab einen Kies abgebaut. Und dann sind ungefähr 300 Kilo Kies auf mich runtergefallen. Was? Alter, das hab ich ja gerade so dermaßen erschreckt. So, gib mir das zurück. Ja, das war gerade der Schock meines Lebens. So, okay, ja, das sind zwei Keys. Fackel platzieren. Und dann abbauen. Und dann böllert es auf mich drauf. Die Nummer. Fuck. Alter, das ist wirklich so. Minecraft ist so ein Spiel, da brauchst du kein Horrorspiel mehr spielen. Das bringt dich. Das macht teilweise, dich so teilweise tatsächlich ja. Was ich mich in Minecraft schon erschreckt habe, und wenn es bloß wegen so einem Arschloch-Creeper war. Ja, die sind ganz schlimm, die Creeper. Gehst um die Ecke und auf einmal steht so ein grün-weißes Ding vor dir, ey. Größerer Jumpscare als bei jedem Horrorspiel. Ja, vor allem, wenn du weißt, scheiße, deine Diamanten. Okay, im späteren Spielverlauf jetzt nicht mehr so schlimm, ne, aber... Aber am Anfang, also bis du mal Ausrüstung hast, sind Creeper halt extremst tödlich. Fuck. Ja, sind sie halt wirklich. Extremely dangerous. Und wir spielen halt dazu noch auf der harten Difficulty mittlerweile. Jo. Oh Gott. Sorry, dass ich in der Aufnahme gerade die ganze Zeit rumstehe, aber die Mücke nervt mich. Und zwar des Todes. Alter. Huch, hoppala, wo spring ich denn hin? Ich will eigentlich bloß Eisen sammeln, ne? So schön friedlich in Harmonie das, Eisen sammeln. Das artet schon wieder ein bisschen aus bei dir. Ja.
Ach, so kennt man vor allem auch auf der harten Difficulty, also auf der harten Schwierigkeit, wo wir gerade sind, kann man so früh wie wir jetzt gerade sind, nicht gegen zwei Skelette und zwei Zombies gleichzeitig kämpfen. Eher nicht. Wenn ich komplett Eisen-Equip hätte, würde ich es machen, aber ich hab's nicht. Wieso leuchtet jetzt eigentlich meine Fackel in der Offhand nicht? Weil wir keinen Optifine drauf haben. Scheiße. Dann laden wir uns das für die nächste Session mal runter. Ja. Bin ich dafür. Bin ich sehr dafür. Weil Optifine macht vor allem das Wasser schaut so übel gut dann aus. Generell ist, also Optifine finde ich, wertet Minecraft echt extrem auf. Tut's auch. Halt die Fresse, Mann, du Kackskelett, ich will hier nur die Kohle. Kohle, 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 Kohle. Hör auf das Ding! Bevor es ein Copyright Strike gibt! Artikel 13 kommt, Bruder. Ja. Es gibt halt tatsächlich schon viele, die wirklich unter ihrem Videos so, ja, das hab ich gemacht und mit ihrer Anschrift und alles. Es ist übrigens Nacht, Alex. Ne, ich bin hier gerade im Kohle meinen. Ja, toll. Dann geh ich auch wieder in die Mine. In die Minen von Moria? Ja, ich habe nämlich auch eine Mine jetzt gefunden. Eisen, 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 schuppdidu. Ich finde gerade tatsächlich nur Kohle. Na, ich habe mittlerweile 27 Eisen, aber das ist halt relativ wenig. Hatte ich gerade vorhin mehr. Ja, hattest du. Dafür finde ich eigentlich ganz gut Kohle. Me too. Ich bin auch immer links, soll ich die Kohle komplett abbauen, weil es dauert immer so ewig. Immer. Immer. Immer gut. Kohle immer abbauen. Kohle kann man halt tatsächlich auch immer brauchen. Mittlerweile ja, weil du einfach so viel Fuel brauchst, ne? Aber wenn, ja, wenn ich zum Beispiel, ich muss mal sagen, was ich vorhab, irgendwann in diesem LP zu bauen, eine Villager Trading Hall, die von einem anderen Minecraft-YouTuber inspiriert ist. Und zwar von Iskal85. Der ist ein Hermitcrafter, also der spielt bei Hermitcraft. Ist, hat er das, macht er sein Let's Play? Bei Kermitcraft? Hermitcraft. Kermit, das ist, cool. Das ist eine Sammlung von lauter Verrückten. Okay. Zwar nicht so verrückt wie die bei Psycraft, weil die bei Psycraft, die drehen komplett am Rad. Also, so wie du meinst, ich bin verrückt. Ja. Muss ich dir nachher ein Video zeigen, was die für Farmen bauen. Essensfarm oder was für Farmen? Alles. Alles. Okay. Die farmen alles und das automatisiert. Und bei denen ist eine schlechte Farm so 20.000 Items die Stunde. Aua, Alter, zieht das Skelett ohne irgendwelche Rüstung ab. Jupp. Yep. Holy shit, geh drauf. Komm her, du Arsch. Ich bring dich um. Au. Was meinst du, warum ich dem gerade aus dem Weg gehe? Holy shit, knüppelt der dich runter. Jo. Wir kommen auf der harten Difficulty. Difficulty. Oh, da oben sitzt sie. Alter, ist das eine Monstermücke? Ping! Pinkelerbat! Fuck! Wie schnell kriegt denn die das mit, dass ich die. Alter, was ist das für eine riesen Oschi ist? Doch nicht. Das ist doch kein Mücke mehr. Wahrscheinlich ist es doch schon so erstaunzen. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Oh ja, Terminator. Terminator. Terminator-Mücke. Wirklich die Terminator-Mücke, oder? Die Terminator-Mücke, die einzige Mücke, die es schafft, Arnold Schwarzenegger auszusaugen. Ja. So. So, ich baue mich hier mal kurz ein, ich komme gleich wieder, ich muss die Mücke töten. Viel Spaß. Ja, Spaß werde ich nicht haben. Und wir hören dir dabei zu, wie du die Mücke tötest, oder was du zumindest versuchst.
Aber ich kenne es auch, oh, wenn die Mückenviecher dann sich irgendwo verstecken. Fliegen sind da auch ganz schlimm, finde ich. Fliegen sind auch so die, die merken sofort, wenn du die auf die draufhauen willst. Ich bin da mittlerweile so weit gegangen, dass ich sage, ich hau nicht mehr auf die Mücke drauf, sondern ich hau über die Mücke drüber. Das Lustige ist, die Mücken sind so dämlich. Also was heißt dämlich? Es ist nicht Dummheit, warum sie das machen. Das ist ein Instinkt heraus. Da fliegen die ja nach oben weg. Das heißt, das heißt, wenn man einfach auf vor die Mücke hinschlägt, also über die Mücke oder über die Fliege, dann fliegt die einen in den Schlauch. Ich bin tot. Obwohl das, oh, das Skelett ist zum Glück dumm. Oh, das Skelett war zum Glück dumm. Ich bin von der scheiß Spinne in den Abgrund gestoßen worden. Bist du gestorben? Ja. Und zwar, als ich mich gerade hochgepillert habe. Scheiße. Death Counter, Alex 2, ich 0. 2-0. Okay, bitte jetzt hier Kill Counter einfügen oder Death Counter einfügen. Alter, ich mach das halt ernsthaft, einen Death Counter. Ja, bitte, immer wenn du stirbst, bling! Bling! Oder wenn ich sterb. Immer richtig schön aufblingen lassen. Weiß. Nice. Schon Level 7 durch die ganze Kohle hier. Ja, ich war Stufe 10! Nice. Betonung liegt auf du warst. My friend. Oh shit, ich hab keine. Oh lul, ich habe einen Bogen vom Skelett gekriegt. Ja, aber die sind halt immer fast hinüber. Ja, ziemlich, aber ich habe einen Bogen. Ja, ich auch. Ich habe auch schon eine Kiste, aber ich habe keine Pfeile. Dort habe ich auch welche. GG. Aber ich habe keine Fackeln mehr. Damn it. Ich werde mir die Offhand wieder reinpacken, Bruder. Ich weiß nicht, wer da der Erste war. Ich glaube, das, ich habe das bei den Rocket Beans, habe ich das immer. Oh, ich habe Eisen gefunden. Bei den Rocket Beans sehe ich das auch immer. Also, anfangs, die Offhand gibt es ja jetzt auch schon ewig, aber die hat halt so gut wie nie jemand genutzt, so die Offhand. Gefühlt. Die Offhand gibt es seit. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Also, die gibt es schon lange, aber du hast selten irgendwo bei Let's Playern oder sowas oder bei Streamern gesehen, dass die hernehmen, aktiv. Ja. Ich habe da tatsächlich früher schon immer, ich habe da immer gern mal Essen drin gehabt. Weil du einfach schnell essen konntest. Ja. Wenn du irgendwo in Combat warst oder sowas, dann hast du einfach mal auch schnell snacken können. Ich bin frei! Ach, ist das Marmor, oder? Nee, Marmor gibt's nicht. Ah, Diorit, oh, Diorit, oh, mit Diorit baue ich aber gern. Vor allem mit Polished jetzt, ne? Oh, ja. Iskall, der mag gar kein Diorit, der findet, es sieht aus wie Vogelscheiße. Gut, im Standard-Texture-Pack sieht's auch aus wie Vogelscheiße. Ja, im Standard-Texture-Pack schaut's wirklich ein bisschen kacke aus. So. Böse Spinne! Obwohl wir ja auch eigentlich mit dem Standard-Texture-Pack spielen, wir haben halt bloß so ein HD-Ding drauf. Richtig. Yay, wir haben die ersten 64 Kohle über. 64 Kohle hast du? Ja, plus ich hab... Ich hab... 46, Junk. Ich habe in meinem Ofen 64, also 52 und dann ist nochmal 46 drin. Okay, nice, ja, ich hab 1,5 Stacks. Mittlerweile. So, dann will ich jetzt halt eine Hose. Und dann will ich das da. Und dann will ich das da. Und dann gibst du mir einen Stick. Und dann mache ich mir noch einen Stick. Also hier geht's halt auch ziemlich weit runter bei der Höhle, wo ich hier bin, Alex. Jetzt ist dann bald mein Eisenspitzhacke kaputt. Oh, scheiße, jetzt kommt hier überall Kies runter. Haha! Fuck. Ach, das ist jetzt das, was ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ey. Dann brauche ich auch keinen Kies gerade. Ich bin gerade genau unter dir. Guck mal runter, Alex.
Müsstest meinen Namen sehen eigentlich. Ajo! Moin! Bist du gerade im Haus? Ja. Ist aber schon wieder Tag, oder? Es wird gerade Tag. Okay. Sterbt ihr Monster! Oh Gott, Creeper. Alex, Sodoli Gollum flog in die Luft. Nein, gegen Creeper kann ich. Sehr gut. Oh, was zu futtern. Immer mal wieder einen Blick auf den Timer werfen. Bloß nicht zu lange Folgen uploaden hier, oder was? Ja, ich weiß nicht. Ich will halt so... Wenn du so ewig lange Folgen machst, ich weiß nicht. Ich persönlich schaue mir halt lieber Folgen an, die so zwischen 20 und 30 Minuten dauern. Alles drüber ist halt zu lang einfach. Das Problem ist, wenn du sowas mit dem Minecraft-LP machst, dann wirst du nie irgendwo hinkommen. Das ist klar. Lol, die haben hier sogar verschiedenfarbiges Glas. Echt? Ja. Weil ich doch gar nicht aufpasst. Das habe ich jetzt gerade hier gesehen bei der Kirche. Die haben unten grün und oben weiß. Nice. Das ist eine richtige Gönnerkirche. Die gönnen ja richtig. Aber richtig, richtig, du. Die spielen bestimmt Casino. Lacht die Sonne. Mit 107.000 Zuschauern. 100, na, die haben zu Top-Zeiten hatten die gestern 198, glaube ich. Weiß nicht, ob sie 200 geschafft haben. Wer schaut schon bei sowas zu? Ja, genug Leute, siehst du doch. Spinny, ja, kommst du hoch? Kommst du hoch, Spinny? Oh, scheiße, die kommt wirklich hoch. Nein, ich baue dich zu. Tschüss, geh weg. Ah, guck so, guck so. Ich bin gerne hochzukommen, scheiße. Nice. Ja, ja, ja. Ich brauche einen Birkenwald. Ein Birkenwald? Guck mal bei mir in Truhe, da ist Birkenholz und so drin. Und Setzlinge. Birkenholz und Setzlinge sind da drin? Ja. Kannst dich bedienen. Ich habe auch schon Birkenbäume gefunden. Okay. Dann halt nicht. Arschloch. Ascheloch. Alter, ist da Gold? Ne, Silber, schade. Silber, ja moin. Ja moin. Ich geh ins Bett, gute ja, Nacht. Gute Nacht. Oh, jei. Erstmal einen Schluck von meinem Ingwer-Kack-Eistee. Oh, ich mag Ingwer nicht. Ich muss jetzt sagen, ich bin eigentlich schon ein kleiner Fan von Ingwer. Ich mag Ingwer. Meine Oma und vor allem meine Uroma, ne? Och, die hat das in rauen Mengen vertilgt. In rauen Mengen jetzt nicht, aber ich würde also schon noch im gesunden Mond. Ja, die hat das gegessen. Das ist ja Ingwerstäbchen. Oh, nee. Och, meine Oma zum Beispiel, die hat immer so Bonbons. Die sind mit Ingwer und Mango. Und ich so, oh, geil, Mango-Bonbons, ne? Dann hast du rein in den Mund, so. Hup. Ja, schmeckt nach Oma, seit wann ist Mango scharf? Du hast bloß gesagt, ja, Tobias, du musst ja schon lesen, was da draufsteht. Ne? Ich, das Papier wieder rausgesucht. Irgendwann Mango. Da ist das Ding erstmal in hohem Bogen aus dem Fenster rausgeflogen. Ja, das ist Tobi. Oh, bäh. Uff. Oh, der Alex hat mir 31 Eisenerz in mein... Der gönnt ja richtig, der Alex. Ja. Ich habe übrigens nochmal 2 Stacks Kohle. Ich füll mal deinen Ofen auch nochmal auf. Nice. Also Kohlehammer. Kohlehammer. Und Kohlehammer. Ich will die ganze Zeit Silber sagen. Erz haben wir auch. Da habe ich jetzt auch nochmal einen halben Stack bei mir in die Kiste, im Ofen rein. Geil. So, 4 Pfeile? Ja, gut. Du. Ah, dem. Jawohl. Ja, aber mit 4 Pfeilen riechst du halt auch nichts aus. Wir brauchen Diamanten für ein Enchantment Table. Oh ja. Und dann Infinity Glove auf dem Bogen drauf. Richtig. Und Unbreakable.
Die zwei wichtigsten. Du denkst genau wie ja, ich das gerade. Sind die Infinity und Unbreakable sind einfach. Und gut, was auch noch gut ist, ist dann Feuer. Aber Infinity und Unbreakable ist einfach das Wichtigste auf dem Bogen, was es gibt. Es ist einfach so. Es ist halt so. Ansonsten, du wirst arm, bis du die ganzen Federn und Feuersteine zusammen hast. Du wirst einfach arm. Ja. Scheiße, jetzt war ich an der Oberfläche, jetzt war ich oben am Haus. Hab alles abgeliefert, was mache ich mir nicht? Nächste noch eine Eisenspitzhacke. Alzheimer kickt rein. So früh schon. Ja, leider. Armer Tobi. Ja, ne. Wenn das Alzheimer so früh schon reinkickt, du. So, dann nehmen wir uns auch gleich nochmal ein bisschen Holz mit. Für Stickies und für Fackeln und falls wir uns irgendwo hochbauen müssen. Äh. 48 Fackeln habe ich noch. Gut, da werde ich bis dahin werde ich wieder Kohle finden. Schätze ich. Knacksauer. Mir geht's Futtern schon wieder aus, Alter. Ja, oh Scheiße, ich hab auch bloß nur ein Steak dabei. Oh, Bruder, wo hab denn ich meinen Kopf schon wieder? Hallo Villager, geh weg da, meine Farm jetzt. Hey Zombo! Zimbi Zombo. Zombie Zimbo. Tschüss. Geh weg. Mike, geh halt drauf. Komm, gib mir die EP und geh weg. Hobbygärtner? Was jo. Machst du denn? Erntest du gerade das Zeug bei den Villager oder was? Habe ich ja. Oh, der Typ ist mir zuvor gekommen. Das Problem ist, wie nimmt man, was macht man denn mit dem Komposter eigentlich? Sag jetzt ja nicht kompostieren, oh. Alter, dann fahr ich zu dir auf Deggendorf und hau dich. Da kannst du Sachen reinhauen und dann kompostiert der das. Ja, und dann wächst das Zeug schneller und besser, oder was? Aua! Scheiße, wir spielen ja hier nicht. Wir spielen ja nicht Ich glaube, man kriegt einfach nur Erde. Wir spielen ja hier nicht Stardew Valley, Alter, dass man ein 3-Sterne-Ding dann kriegt. Alter. Jetzt kommt ja auch noch ein Mini-Zombie. Jetzt will ich gleich ein Baby-Zombie sterben. Ich seh's, guck mal. Du triffst halt das Arschloch auch nicht. Au! Mhm. Scheiße! Oh, fuck mich. Iss! Scheiße! Pff, nein! Baby-Zombies sind heavy. Nein! Alter. 2-1. Echt jetzt, Alter? An einem fucking Baby-Zombie. Scheiße. Die Baby-Zombies sind schlimmer als die ja, normalen. Ja, sind sie auch, weil sie scheiße schnell sind und du triffst die Penner halt nicht. Jetzt steht er da, jetzt gammelt er da oben rum. Verpiss dich, du Arsch! Stirb! Der macht, der campt dich. Dreckspike! Alter, ich glaube, da unten ist ein Zombie-Spawner. Kommt schon wieder ein Zombie hoch. Wo ist er? Wo bist du? Ja, in der Höhle, wo ich bin. Und wo ist die? Wenn du aus unserem Haus rausgehst, rechts, zwischen den zwei Häusern durch und dann geradeaus und dann ist rechts so ein Loch. Hab dich. Hi. Hi, wo ist er? Ja, da unten kommen die ganze Zeit Zombies hochgeschossen. Hier? Ja. Nein, no, das ist ein Enderman. Oh Gott, weg. Schnell weg. Wo ist denn jetzt hier noch? Hier war doch Kohle noch. Ich wollte doch hier noch Kohle abbauen. Ah, da war die Kohle. Was ist denn mein Spitzhacke? Achso, das ist jetzt wieder alles durcheinander gewürfelt. Also ich hab Kohle und Eisen. Also ich finde Kohle und Eisen, aber ich finde keine Zombies. Ja, vielleicht war die Höhle einfach bloß so groß, dass die alle da hochgrenzt sind, kann ich mir vorstellen. Ja, also ich finde zumindest keinen Spawner, so und jetzt muss ich hier rausfinden. Alex, das ist einfach. Ah, oh, dein Name, ich sehe deinen Namen! Oh! Oh Gott! Das ist wie in WoW, Alex, mit dir. Charge!
Und weg, und weg ist er. Und weg ist er. Wo kommst du denn hoch? Da. Hallo. Da, wo ich runtergesprungen bin. Hi. Oh, hi. Dir fliegt eine Fledermaus hinterher. Ja, ich hab die... Oh, Sachen, Creeper. Die oh Gott. Wo? Da hinten. Charge! Oh! So, du Ligolum. Ich hab Skelette in die Luft gejagt. So, du Ligolum ist in die Luft geflogen. Ich lebe noch. Aua! Alter, ihr Scheißviecher. Scheiße. Okay. Oh Gott, der Jumpscare. Mal, oh Gott, dieses... Wo bist denn du? Alter, jetzt lässt dir das Skelett da einfach zu mir hochkommen, du Arsch! Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Es ist tot. Komm hoch, oh es... Oh Gott, da ist noch eins! Komm hoch, es wird Nacht, ich brauch Essen. Oh Gott. Oh Gott. Ich hänge fest. Oh Gott, das ist ein Skelett. Kommst du jetzt zu finster nicht mehr raus hier? Wo bist denn du jetzt? Alter. Da war noch ein Skelett. Komm hoch jetzt! Ich brauch Essen, ich bin halb tot. Alter! Coole Höhle habe ich hier gefunden, gell? Ja. Ich habe so das Gefühl, die ist mit meiner verbunden, weil meine ging auch noch übelst viel weiter. Okay. Na gut möglich. Na halt, da hinten geht's schneller hoch. Oh, joi. Minecraft, Alter. Welcome to Minecraft! Ja. Oh, yeah. Ist dir auch aufgefallen, dass der sich immer anders ins Bett legt, von der Position her? Echt? Ja, der entweder ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts, jedes Mal, jede Nacht. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Schläft er wohl unruhig? Ich geh jetzt schnell mal schlachten, ich brauch Essen. Ja, ich bring dir was mit. Ich bring dir was mit. Ich hab halt wirklich nichts mehr zu essen, scheiße. Was willst du denn, Kühe oder Schweine? Ich mach Steak. Fleisch? Kein Bock auf Schnitzel jetzt, ich mach Steak. Don't call it Schnitzel, toasty. Genau. Hashtag Werbung. Was? Kennt das eigentlich noch wer? Don't call it Schnitzel? Oh, warte, 27 Minuten haben wir schon. Ach komm, lass 30 machen. Ich würde das aber gerne in die nächste Folge mit dem Toasty dann gleich reinpacken. Okay, gut, dann okay, warte, dann in die nächste Folge. Genau, dann machen wir wieder einen Cut.